So, einen wunderschönen. Ja, ich habe gerade meinen ersten Test Video Gedöns Vlog. Ja, ich bin ein bisschen am Kochen und ja, ich will euch jetzt halt einfach mal ein bisschen die Kamera von meinem neuen Handy zeigen und möchte da halt auch so ein bisschen was austesten und möchte da jetzt halt auch mal ein bisschen gucken und ich hoffe, es wird nicht immer allzu dunkel und die Lichtwechsel sind nicht allzu dramatisch, aber ich mache das halt auch mit der Selfie-Cam gerade. Ja. Und ja, mal gucken. Die Frage ist, ob ich eventuell. Oh Gott, ich könnte mich weiter rasieren hier. Die Frage ist, ob ich öfter so Vlogs machen soll und ja. Falls das gewünscht ist, wie gesagt, ich werde mir jetzt gleich die Audio erstmal anhören. Ich hoffe, dass die Audio nicht kacke ist. Ansonsten muss ich mir irgendwas überlegen, dass ich die Audio aufnehmen kann. Also sprich, ich muss dann wahrscheinlich mein Gaming-Headset benutzen, was mich ein bisschen ankotzt. So, aber wie gesagt, ist jetzt auch erstmal nur ein Test. Wir haben jetzt knapp 1,5 Minuten. Wenn ich mit dem Test zufrieden bin, werde ich das Video auf YouTube stellen. Ich hoffe. Ihr gebt mir auch dementsprechend Kommentare oder irgendwie Rückmeldung. Eventuell, wenn ich meine Küche irgendwie in einen Zustand bringen kann, der annehmbar ist, werde ich euch auch mal ein paar Kochvideos oder so machen. Und ja. Ist halt jetzt erstmal so technisch und so ein Problem, weil ich habe hier halt wenig Platz. Ich kann euch auch mal Bilder machen, wenn ich Zeit habe oder dazu komme. Die Küchen sind halt relativ klein. Und ja, ich sollte mich eventuell, wenn ich dann mal Vlogs mache, mich hier rasieren. Das sieht scheiße aus. Aber naja, wie gesagt, ist jetzt eh nur ein Test. Ich werde noch einen Strobe-Poll machen. Also eine Abstimmung, ob ihr das möchtet mit dem Vlogs machen und so weiter. Ich habe es mir halt überlegt, weil ich habe ja jetzt auch ein Smartphone und mein YouTube-Kanal ist halt seit einem halben Jahr brach, was mir echt so leid tut. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal die Aufnahme beenden und ja, wir haben jetzt schon wieder 3 Minuten nur über Müll geredet. Naja. Okay. Also nicht ihr, ich habe über Müll geredet. Man sollte nicht immer von sich auf andere schließen. Naja, gut. ihr merkt, das macht mir gerade total Spaß. Ich hoffe, das mit der Kameraführung, das muss ich auch noch lernen. Ich werde auch, wenn ich laufen gehe, weil ich habe mir vorgenommen, ich werde wieder öfter laufen gehen, beziehungsweise skaten und hin und her. Das werde ich aber erst machen können, wenn ich für das Handy eine Hülle habe. Weil wenn das Handy dann runterfällt, ist halt scheiße. Und deswegen, ich werde mir da eine gescheite Hülle holen. Was weiß ich, für 10 Euro oder so. Einfach, dass ich es geschützt habe. Weil wasserdicht und staubfest ist es ja, aber ich will halt nicht, dass es aufs Glas oder so fällt, weil das wäre echt scheiße. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr werdet das. Ein bisschen raten das Video und werdet ein bisschen abstimmen oder so. Ja, jetzt haben wir 4 Minuten und ich habe wieder nichts gesagt. Nichts. Deswegen, Viertelstunde, das ist Vlog-mäßig echt hart. Ja, bei mir wissen ja die meisten eh, wie ich aussehe. Also meine Wohnung selber werde ich euch nicht zeigen. Weil ich bin ein kleiner Chaos. Für die, die da hoffen, dass ich da jetzt ich werde eventuell ein paar Wasserleitungen mal machen, ein paar Powerleitungen vielleicht creative-mäßig kochen. Muss man halt einfach mal schauen. Und ich gucke, dass ich vielleicht noch Webcams an den Start kriege. Ja, schön. Aber das ist egal. Wie gesagt, ich werde gucken, dass ich vielleicht irgendwie so
videomäßig ein bisschen mehr mache, weil ich will unbedingt den YouTube-Kanal betreiben. Und ich finde es so schade, dass ich seit einem halben Jahr wieder nichts gemacht habe. Ich könnte mir so einen Arsch beißen. Es tut mir so leid für die Leute, die mich seit, keine Ahnung, einem Jahr verfolgen. Wie gesagt, ich bin fast täglich auf Twitch. Ich bin täglich auf Hitbox. Ich poste regelmäßig mittlerweile bei Facebook. Und ja, jetzt probiere ich halt mit YouTube ein bisschen Vlog-mäßig was zu machen, weil es ist einfach, es wäre halt einfach schade, wenn der Kanal brach liegt. Ich werde es dann wahrscheinlich Papa Björn Vlog oder so umbasteln, bis ich das dann dementsprechend habe. Werde dann die Playlists etwas verändern, von wegen, dass es halt ich werde ein Let's Play Playlist machen, werde aber auch in die Diskussion reinschreiben, beziehungsweise in die Kanalinfo, dass es momentan eher ein Vlog-Channel ist. Ich glaube, ich werde grau. Dass es halt eher ein Vlog-Channel ist und ja. Damit bedanke ich mich jetzt bei euch. Ich hoffe, ja, das sage ich jetzt so nicht, das muss ich anders formulieren. Ihr merkt, ich mache sowas halt ohne Skript und ich hoffe, es macht euch Spaß, mir zuzugucken, wenn ich mit mir selbst philosophiere. Ja. Ich hoffe, ihr bleibt da, guckt ein bisschen zu. Ich hoffe, dass ein paar Daumen hoch kommen, dass vielleicht auch ein paar Kommentare erzeugt werden. Wie gesagt, ich mache das ja sowieso nur aus Spaß und ich habe halt den YouTube-Kanal vor einem Jahr eröffnet, aber seit einem halben Jahr läuft nichts. Das heißt, da muss ich jetzt ein bisschen aktiver werden. Das ist einfach, ich will ihn nicht brach liegen lassen. Das fände ich so schade, weil ich einfach seit einem Jahr mit YouTube, es macht mir Spaß, die Kommentare zu lesen, es macht mir Spaß, die Interaktion mit euch zu haben. Natürlich, im Stream ist das Ganze ein bisschen interaktiver. Ja. Aber, jetzt haben wir 8 Minuten. Es ist ein Testvideo. Björn, mach Feierabend. So, ich höre mir jetzt die Audio an. Wenn ich die Audio dementsprechend okay finde, werde ich das Ganze auf YouTube hochladen. Ansonsten waren die 8 Minuten halt, Donne und Feierabend. Dann mache ich halt weiterhin mit, keine Ahnung, irgendwie irgendwas. Und ja, so. Wie gesagt, das nächste Mal werde ich gucken, dass ich auch rasiert bin. Ja. Damit bedanke ich mich bei euch. Hoffe, ihr schaltet ein bei Twitch oder bei Hitbox. Ihr könnt auch gerne auf Facebook gucken. Und ja. Somit bedanke ich mich bei euch und ich sag dann mal, ciao.